Mitten im schönen Werntal liegt ein überschaubares Örtchen mit großer Historie, Tüngen. 788 erstmalig urkundlich erwähnt, entwickelte sich seitdem ein Ort mit faszinierendem Charakter. Und mittendrin das Schloss Gut Tüngen. 1697 wurde dort eine Braustätte gegründet, im Jahr 1998 ist aus dieser die heutige Burgbrauerei Herzog von Franken hervorgegangen. Eine Brauerei, die zu den ältesten in ganz Bayern zählt und sich weit über Bayerns Grenzen hinaus einen Namen gemacht hat. Nicht nur wegen ihres großen Angebots, sondern auch wegen ihrer nachhaltigen Produktentwicklung. Seit Jahren legt die Familie großen Wert auf umweltfreundliches und ressourcenschonendes Produzieren. Das Schloss Gut Tüngen hat aber noch weitaus mehr zu bieten. Im Sommer 2020 wurde in die Burgbrauerei eine Edeldestillerie installiert. Neben der Landwirtschaft und dem Bier gibt es jetzt also auch noch Whisky. Das Gesamtprodukt einer langjährigen Familiengeschichte. Im 16. Jahrhundert kam auch der berühmte Fürstbischof Konrad von Tüngen, der auch Herzog zu Franken war, ins Amt in Würzburg. Von 1519 bis 40 hat er dort regiert als Landesherr. Und wir haben eben dann, wenn Sie so wollen, auch in dieser Historie abgeleitet unseren neuen Biernamen und Whiskynamen, der Herzog von Franken, der heute das Produkt repräsentiert und im Grunde in sich verbindet die gesamte Tradition der fränkischen Region und der Familie Tüngen. In der Landwirtschaft baut die Familie Tüngen die Braugerste an. Ein nachhaltiger Prozess, der dann seinen Lauf nimmt. Whisky und Bier fängt schon damit an, dass wir bei uns in der Landwirtschaft Braugerste anbauen. Die wird unsere Prospekt-Braugerste, die wir jetzt verwenden, die wird für Bier und auch für Whisky verwendet. Insofern auch der Produktionskreislauf, den kann man da auch ganz schön sehen, dass diese Prospekt-Braugerste dann zur Mälzerei nach Schweinfurt geht, von der Mälzerei in Schweinfurt dann zu Malz verarbeitet wird, von dort dann weiter zur Brauerei nach Anstein geht, zu Bier gebraut wird und bei uns in Tüngen auch zum Bier gebraut wird, aber eben auch zu Whisky und Bierbrand. Im März jeden Jahres wird die Prospekt-Braugerste ausgesät. Mit dem Traktor geht es auf das Feld hinaus. Die Witterungsverhältnisse müssen zu 100% stimmen. Die Aussaat erfolgt mit neuester GPS-Technologie, sodass möglichst hohe Ernteerträge entstehen. Ein immens wichtiger Punkt bei Familie Tüngen? Nachhaltigkeit. Ausschlaggebend dafür war die übermäßige Verseuchung des Trinkwassers Anfang der 2000er Jahre. Durch den Eintrag des Düngers in der Landwirtschaft ist der Nitratgehalt immer wieder auch nach oben gerutscht. In unserem Bereich haben wir einen Muschelkalk-Verwitterungsboden und da reagiert der Boden und das Grundwasser sehr schnell auf alles, was von oben reinkommt. Wir haben nur 500 mm Niederschlag. Dadurch kann auch die Verdünnung nicht groß entstehen, neben was dann oben reinkommt. Insofern sind wir in einer sehr kritischen Gegend für die Nitratverunreinigung des Wassers, Grundwassers und Trinkwassers. Das war der Aufhänger, 2002 ein Projekt zu starten, dem ich von Anfang an mitgemacht habe. Inzwischen machen 175 Landwirte mit, indem sie Projekte, Anbausysteme entwickeln mit der Wasserwirtschaft, mit den Kommunen, mit der Beratung, dass man eben von dem höheren Nitratgehalt über 50 Milligramm runterkommt. Und wir sind jetzt nach fast 20 Jahren bei 35 Milligramm. Also wir haben gewaltig nach unten mitgeholfen durch Reduktion von bestimmten Anbaufruchtarten. Zum Beispiel Winterweizen ist dann in dem Bereich verboten, wo die Böden da durchlässiger sind. Also ein großer Erfolg, der letztlich zu wenig bekannt ist. Im sogenannten Werntal-Projekt befassen sich die Landwirte also mit Trinkwasserschutz und sauberem Grundwasser. Ein Punkt von vielen, der für Nachhaltigkeit steht. Allerdings gibt es da auch noch einen zweiten Punkt. Ja, bei uns ist es so, wir haben seit 2010 ein Solarfeld bei uns und sind jetzt auch sehr zufrieden mit erneuerbaren Energien, weil wir einfach da auch eine riesen Zukunftschance sehen, dass man nachhaltig und regional bei uns in Deutschland Energie anfertigen kann und diese dann auch
autark für sich selbst immer mehr nutzen darf. Ein nachhaltiger Kreislauf, der auf dem Feld beginnt und im Sudhaus endet. Während in vielen anderen Brauereien massenweise nach Schema F Bier gebraut wird, erfolgt das Brauen von Herzog von Franken nämlich mit sogenanntem Slow Brewing. Also Slow Brewing fängt da an, wo das Reinheitsgebot aufhört. Also wir legen sehr großen Wert auf die regionalen Rohstoffe, die auch nachhaltig produziert sind, wie zum Beispiel unser Malz aus Schweinfurt von den Kollegen Metzerei Schubert, die auch ihre Gerste, ihre Braugerste aus der Region beziehen. Dann haben wir unser Brauwasser aus einem eigenen Braubrunnen und den Hopfen aus der Hallertau. Ja, dann spielt eine große Rolle auch die Zeit, zum Beispiel die Dauer der Gärung ist wesentlich größer und auch die Reifung findet viel milder und schonender statt. Und so kann sich auch, können sich viele Aromen erst richtig bilden und ja, quasi dann einen feinen Biergenuss herstellen. Selbstverständlich muss auch während des Brauens auf die unterschiedlichsten Dinge geachtet werden. Der mittlerweile pensionierte Braumeister Dieter Beutel weiß, worauf es ankommt. Ganz normal klassisches Sudverfahren. Anschließend ganz normale kalte Gärung bei den untergärigen Bieren. Das heißt bis 9, 10, vielleicht 11 Grad maximal Hauptgärtemperatur. Dadurch dauert es natürlich länger. Wenn ich höhere Temperaturen bei der Gärung habe, geht es schneller, wird die Hefe schneller arbeiten. Dann haben wir die Reifezeit, die momentan in Anstein stattfindet. Wir fahren also das Bier, das sogenannte Jungbier, von Tüngen mit dem Biertransport nach Anstein in den Lagerkeller. Und da bleibt das Bier 5 bis 6 Wochen liegen. Und das ist eben diese lange Reifezeit dann. Und Abfüllen, Filtration, Abfüllen ist eigentlich ganz normal. Wenn man so will, besteht zwischen der Brauerei in Tüngen und der Brauerei in Arnstein also eine ganz besondere Bier-Connection. Angefangen hat diese besondere Kooperation allerdings schon vor einigen Jahren. Ja, die ist seit über 20 Jahren sehr erfolgreich. Wir sind sehr glücklich, auch mit dem Namen Herzog von Franken ein Bier zu haben, was ja hier in der Region sehr verwurzelt ist, da wir einfach auch als Firmenphilosophie uns sehr verwurzelt hier in der Region sehen und einfach auch Rohstoffe hier aus der Region beziehen, die Gerste, den Hopfen. Das Wasser kommt aus Tüngen und aus Arnstein. Insofern fühlen wir uns sehr verwurzelt und sind sehr glücklich, dass mit diesem Namen, mit diesem ja, traditionsreichen und historisch sehr interessanten Namen auch im Grunde an den Endverbraucher weitergeben zu können. Neben dem Bier Herzog von Franken werden in der Arnsteiner Brauerei Max Bender viele weitere Biersorten und auch verschiedene Limonaden produziert. Auch hier wird das Wort Nachhaltigkeit großgeschrieben. Wir beziehen aus der Region, wir versuchen die Transportwege so kurz wie möglich zu halten. Und ein großer Punkt ist auch, dass wir ausschließlich Mehrweg verwenden, dass die alkoholfreien Getränke auch ausschließlich in Glasflaschen sind. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt und wir versuchen so eben auch unseren Beitrag zu leisten. Seit mittlerweile rund 10 Jahren führt Katharine von Schön zusammen mit ihrer Mutter Susan Schubert die Brauerei in Arnstein. Auch hier verbirgt sich eine jahrzehntelange Familiengeschichte. Ja, mein Ururgroßvater Georg Bender hat hier 1885 die Brauerei gegründet in Arnstein, in typischer Hanglage. Früher hat man Brauereien gerne angesiedelt am Hang, um die Keller in den Hang zu bauen. Und hat dann die Brauerei übergeben an meinen Urgroßvater Max Bender, der wiederum an seine Tochter und ihren Ehemann übergeben hat, Lore Bender und dann Schubert. Und dann wurde es an meine Mutter übergeben, Frau Susan Schubert, und die hat es wiederum dann an mich übergeben. Die Arnsteiner Brauerei Max Bender und die Burgbrauerei und Edeldestillerie Herzog von Franken sind also seit vielen Jahren ein eingespieltes Team. Die Besonderheit in Tüngen, hier wird seit einigen Jahren allerdings nicht nur Bier produziert, sondern auch edler Whisky. Ja, die besondere Auszeichnung ist, dass hier in diesem Hause, in der Gutsverwaltung, alles selbst gemacht wird. Braukäste wird angebaut, wird hier, wie Sie wissen, in der Brauerei eingebraut. Das wird von einem Braumeister gemacht und keiner könnte es besser machen. Man sagt ja von Whisky, was gebraut wird, das ist der Wasch. Und es wird wie Bier gemacht, nur ohne Hopfen.
Das kann eben der Braumeister am allerbesten. Dann haben wir uns hier eine Destillerie gekauft vor 3 Jahren. Ganz neu, ganz modern. Also auch eine optimale Voraussetzung. Und auch die Räumlichkeiten für die Lagerung, für den Whisky sind hier optimal, weil wir kühle Keller haben, konstant gleichbleibende Temperaturen, keine Warm- und Kaltphasen. Das ist ideal für Whisky zu lagern. Und dann, weil ich ja von der Weinwirtschaft komme, weiß ich auch, gute Fässer dafür zu organisieren. Und es gibt meiner Meinung nach keine besseren Fässer wie die Barrique-Fässer, wo mal vorher sehr, sehr guter Wein drinnen gelegen hat. Der bringt eine gute Resonanz mit rüber zu dem Whisky, weil 70% der Qualität von Whisky aus dem Fass rauskommen. Begonnen hat die Whiskyherstellung im Hause Tüngen im Jahr 2012 und das nach einer ganz besonderen Geschichte. Das war so, dass ich in der Schule in Schottland war und meine Eltern mich besucht haben und wir dann eine Destillerie besucht haben mit typisch Scotch Whisky und Single Malt Whisky und dann festgestellt haben, dass der Produktionsprozess wirklich sehr ähnlich ist wie der vom Bier. Und dann kam mein Vater wieder zu uns nach Hause, nach Tüngen, und hat unserem Braumeister Dieter Beutel gefragt, können wir nicht auch Whisky machen? Und er meinte, ja, na freilich. Und so ging es dann los mit unserem Whisky. 2012 haben wir gestartet und den ersten Whisky 6 Jahre lang gelagert, im Fass bei uns drüben im Burgschloss. Konrad von Tüngen bezeichnet die Whisky-Herstellung auch als sein Herzensprojekt. Mit viel Engagement und Liebe zum Detail wird in der Edeldestillerie gearbeitet. Und an der kennt sich Brenner Norbert Gerhardt bestens aus. Sie sehen hier eine Brennerei. Die hat sich, im Prinzip ist die Destillation über tausende von Jahren alt. Da hat sich im Großen und Ganzen auch nichts geändert. Nur die Geräte sind moderner geworden. Hier ist der Kessel, wo praktisch der Wash eingefüllt wird, ca. 150 Liter pro Brennvorgang, wird erhitzt, verdampft dann über diese Kugel, geht in die Leitung oben rüber, hier unten rein. Das hier ist eine Verstärkerkolonne, wo die einzelnen Schichten den Alkohol immer erhöhen und nur der beste Alkohol steigt hier nach oben. Obendrauf ist noch ein Deflektor, der macht dann den i-tüpfelchen praktisch auf den Alkohol. Läuft dann oben rüber in den Kühler, das ganze verdampfte Alkohol kondensiert wieder und läuft hier unten raus. Am Anfang so mit 90 Volumenprozent, geht dann so bis auf 80 und dann kommt der Mittellauf. Also erst kommt ein Vorlauf, dann kommt ein Mittellauf, das ist das, was wir wollen, dann kommt noch ein Nachlauf. Der Vor- und der Mittelnachlauf wird verworfen. Und nur der Mittellauf ist das, was in die Fässer kommt und auch später auf die Flasche kommt. Viel handwerkliche Arbeit, die genaueste Präzision erfordert. Die ist aber nicht nur im Sudhaus, sondern auch auf dem Feld enorm wichtig. Ende Juli wird die im März gesäte Braugerste Mais geerntet. In diesem Jahr fand kurz vor der Ernte eine sogenannte Braugerstenrundfahrt statt. Damit sich jeder Interessierte auch selbst ein Bild von der besonderen Gerste verschaffen konnte. Selbstverständlich wurden die einzelnen Sorten von den Chefs höchstpersönlich erklärt. Und wenn die Familie Tünge nicht auf den Feldern oder im Sudhaus zu finden ist, dann das ein oder andere Mal auch auf Festen. So wie Ende Mai am Vatertag. Hier war die Familie Tüngen aber nicht Gast, sondern Veranstalter selbst. Das Wetter spielte mit und so schmeckte das Essen und das gekühlte Bier gleich auch noch mal viel besser. Von 1697 bis heute eine Familiengeschichte mit Brautradition, die einzigartig ist. Und die vor allem zeigt, dass auch nachhaltiges Handeln in größeren Unternehmen möglich ist. Das Schloss Gut Tüngen mitten im schönen Berntal, ein Ort mit faszinierendem Charakter.